Hallo, ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, hier ist der Sappo, hier ist mein Filmequipment, hier ist mein Einkaufswagen mit Ersatzteilen. Ja, und wir waren ja das letzte Mal dabei stehen geblieben, dass die Benzinpumpe in alle Richtungen rausspritzt, nur nicht Benzin weiter fördert. Und wie man sieht, das ist auch noch abgebrochen. Ja, es ist einfach zu kalt, ne? Wir haben jetzt 0 Grad. Das Plaste. Ja, der Benzinfilter halt. Der hat es nicht überlebt. Genau, und ich will ja den Sappo fahrbereit machen. Das heißt, wir tauschen jetzt mal die Benzinpumpe, den Schlauch. Also, naja, das müssen wir auch mal machen. Und dann müssen wir uns überhaupt mal sowieso drum kümmern, wo denn jetzt hier das Problem ist, warum kein Benzin ankommt, ne? Vielleicht ist einfach die Leitung hier böse zu. Das müssen wir mal gucken. Das geht ja irgendwie dahinter. Ich hoffe, man kommt irgendwie ran. Das ist beim Trabi einfacher mit dem Tank. Und dann will ich ja mal über die Rennstrecke. Und ich will auch mal die Standheizung hier anmachen. Das würde mich auch mal interessieren, ob die noch läuft. Nach 30 Jahren. Das ist ja genauso ein Startversuch. 30 Jahre Standzeit, Sappo. Läuft denn auch noch die Standheizung? Aber was cool ist, wenn ihr mal gucken könnt. Ja, das sind noch ein paar originale Benzinpumpen vom Sappo. Hier haben wir eine und dann haben wir auch sogar noch die Dichtsätze dazu. Interessant ist übrigens, sieht aus wie drei Dichtungen. Drei Dichtungen an der Pumpe. Vielleicht spritzt doch meine hier raus. Dort ist nämlich ein Loch. Und hier auf der anderen Seite habe ich gesehen, ist auch noch ein Loch. Ich weiß nicht, was das für Bohrungen sind, aber irgendwie. Naja, werden wir sehen. Was halt schön ist, ne, dass man hier pumpen kann. Das haben halt leider die Westprodukte nicht, ne? Hier bei den. Bei den Ingenieuren von den aus dem Osten, die haben sich manchmal ein bisschen mehr dabei gedacht. Das ist einfach gut hier, guckt. Kann man schön ein bisschen vorpumpen, finde ich gut. Liegt vielleicht auch daran, dass die Einsatzgebiete von diesem Fahrzeug auch ein bisschen mehr in Sibirien und so waren. Und das ist halt auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen vorpumpt. Genau, aber das ja, ist halt nun mal so. Also der Plan ist jetzt, ich baue mal die aus hier, dann gucken wir uns die mal an. Was hier das Problem ist. Wie ihr seht, ich habe mal ein bisschen gepumpt, tropft auch schon wieder. Gut, also ich lege mal los. Und wenn was Interessantes ist, mache ich wieder die Kamera an und zeige euch das. Die Benzinpumpe habe ich jetzt getauscht. Und jetzt müssen wir uns halt auf Fehlersuche begeben. Und da würde ich jetzt erstmal anfangen damit. Ich habe hier eine Unterdruckpumpe. Ich pumpe mal und gucke mal, ob die irgendwas zieht. Ob die Unterdruck aufbaut oder ob hier mal was ankommt oder naja, einfach mal gucken, was hier passiert. Weil wie gesagt, irgendwie gibt es ein Problem. Hier kommt kein Benzin an. Und ich will nicht die ganze Zeit mit dem Tank, mit dem Benzinkanister als Tank fahren. Das macht sich nicht so gut auf der Offroad-Strecke. Also pumpen wir jetzt erstmal hier und gucken mal, ob hier irgendwas passiert. Tja, wie man sieht, Unterdruck baut sich hier nicht wirklich auf. Ich kann mal gucken, ob die noch funktioniert. Aber ihr seht hier, funktioniert. Saugt an. Also ansaugen tut sie. Hier ist auch relativ dicht. Ich guck nochmal. Aber hier ist eigentlich relativ dicht. Halt nochmal gut dran hier. Nee. Komisch. Also ansaugen bringt irgendwie noch nicht so viel. Muss ich mal weiter überlegen. Am besten ich verfolge mal den Schlauch. Ach nee, vorher sauge ich mal an. Ich habe ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel. Ich saug mal an.
Ja, ich habe das jetzt ganz normal verbunden, ne? Und jetzt gucke ich mal, was hier passiert. Ja, man kann ansaugen. Kommt Luft. Und die Luft schmeckt ein bisschen nach Benzin. Auch nur ein bisschen. Gut, wir haben jetzt noch nicht geguckt, ob überhaupt was drin ist. Aber die Tankanzeige hat ein bisschen was angezeigt. Ich tanke aber trotzdem mal was. Obwohl, ich muss sagen, jetzt schmeckt es schon ein bisschen nach Benzin. Ich würde sagen, fühlt sich fast an, als wenn was kommt. Ich mache mal weiter. Nee, kommt nichts. Wir tanken erstmal. Ich denke auch, das ist gar keine so schlechte Idee, hier erstmal was zu tanken. Weil wir haben auch noch nie reingeguckt, hier noch nie aufgemacht. Okay. Interessant. Na, das zeige ich euch mal. Ja, so sieht's hier aus. Kann man sogar rausholen. Muss man nicht. Okay, also hier ist so. Tank geht, würde ich sagen. Geht. Aber das klingt wie leer. Deswegen ist es jetzt auch besser, wir tanken mal. Ich hatte es auch schon oft, dass die Tankanzeige festgerostet war im Tank, weil er so lange stand. Und dann zeigt die halt irgendwas an, obwohl gar nichts drin ist. Und deswegen tanken wir jetzt erstmal. Erstmal gucken so rum. Kriegt natürlich das gute 1:33. Vom Trabi. Also es geht irgendwie. Geht. Hören wir gleich mal ein paar Liter rein hier. Weil nicht, dass es daran liegt, dass überhaupt nichts drin ist. Na, wie gesagt, wenn die Tankanzeige irgendein Stand festgerostet ist, danach ist Benzin irgendwie abgelassen worden, was sehe ich denn, hat sich verflüchtigt, dann zeigt er was an, obwohl nichts drin ist. Weil ein bisschen was hat er angezeigt. Beim letzten Startversuch. Ja, so, und deswegen fülle ich jetzt einfach mal 5 Liter rein hier oder 10. Ach, können wir ruhig leer machen. Der wird bestimmt ein paar Liter brauchen. Ich glaube, so 10 Liter pro 100 Kilometer zieht er bestimmt durch. Dann werden wir hier ein paar Runden drehen auf der Rennstrecke. Denke ich, würde sich auch ein bisschen was genehmigen. So. Der Tank ist leer und der andere hoffentlich jetzt ein bisschen voller. So, da kann ich jetzt weiter mit der. Kann ich weiter ansaugen. So. Okay, weiter fröhliches Ansaugen hier. Ja, schmeckt langsam ein bisschen. Es hört sich auch langsam so an. Also, ich glaube, ihr habt gesehen, jetzt kam was. Ich muss mir erstmal den Mund ausspülen, dann geht's weiter. Aber ich muss sagen, jetzt so im Abgang ist das Benzin hat eine schöne ölige Note. Man merkt 1:33 raus. Jetzt ist schön cremig. Nur zu empfehlen, ne? Boros Benzin ein bisschen eklig, aber jetzt so merke ich im Abgang, oh, wie fein eingecremt, herrlich. Okay, also war es so wie vermutet. Tankanzeige festgerostet im Tank. Jetzt kommt was. Ich schließe alles an und dann können wir erstmal laufen lassen. Dann gucken wir aber so,
weit okay ist. Und dann kommen wir zu der anderen Baustelle, zur Kupplung. Ne? So, auf geht's. Fertig. Und ich würde sagen, das kann man sogar als halbwegs ordentliche Reparatur durchgehen lassen. Schläuche ordentlich neu gemacht. Benzinfilter habe ich jetzt neu gemacht, da wird man sehen, ob was ankommt. Und den Schlauch von der Pumpe zum Vergaser habe ich auch neu gemacht, weil der alte Schlauch sah so aus hier. Und da sieht man, ne, ein bisschen porös. Also, klar noch einen neuen Schlauch dort hochgemacht. Richtig professionell repariert hier. Ja, ich würde sagen, kann man es eigentlich mal probieren, oder? Ich pumpe mal vor hier. Und dann gucken wir mal, ob denn jetzt was ankommt. Ich hoffe es. Zumindest, ja, ich habe es geschafft zu saugen. Doch, es tut sich was. Ich hoffe nur, dass die Pumpe nicht irgendwelche Lagerschäden hat. Ne? Die lag nun mal 30 Jahre, im Regal. Ein bisschen was tut sich hier. Aber viel ist es nicht. Aber wo ich sie draußen hatte, die Pumpe, hat sie schön gepumpt. Da mache ich jetzt nochmal den Schlauch hier ab. Guck mal, ob die neue Pumpe, neue alte, gebrauchte Pumpe ansaugt. Wo ich was sagen würde, wenn man das hier sich so anguckt, sieht was aus, wenn sie ansaugt. Ein bisschen. Tja, also ich habe jetzt nochmal wieder selber gesaugt, habe mich wieder eingecremt. Da kommt was. Bei der Pumpe nicht wirklich. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Wenn man aber den Schlauch abmacht, saugt sie so ein bisschen. Wir können es bloß probieren. Ich haue jetzt mal eine Batterie rein in die Bude. Dann gucken wir mal, ob er läuft oder nicht. Ja, so machen wir es jetzt. So, also ich würde jetzt, wie gesagt, einfach mal probieren zu starten. Vielleicht braucht ihr auch ein bisschen Starthilfe, dass hier mehr Benzin reinkommt. Ich weiß es nicht. Ich würde es mal probieren. Ein bisschen was ist drin, aber der Hit ist es auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Aber es kann schon sein, dass die neue alte Pumpe nicht mehr, auch nicht so richtig saugt. Aber normalerweise müsste es ja hier voll machen. Können wir jetzt noch mal eins probieren? Ne, ich habe gerade keinen Tank. Nee, ich stopp noch mal. Mal gucken. Aber bis jetzt sieht es wirklich schlecht aus hier. Die macht gar nichts. Nee. Scheiße.
ähnlich sein, was hier ankommt. Vermute ich. Ich kann bloß noch mal starten. Ne? Ich starte noch mal und versuche mal ein bisschen am Laufen zu halten. Vielleicht klappt das. Nicht wirklich. Klappt nicht so wirklich. Das wollte ich sowieso mal machen. Das ist alles sehr schwergängig. Gas ist sehr schwergängig. Gut, naja, gut, wenn ich das sehe, wie das hier verlegt ist. Das ist kein Wunder, dass alles sehr schwergängig ist. Ja, aber irgendwie lief er ja mal kurz, ne? Wie gesagt, das ist jetzt der Plan. Ich versuche mal irgendwie am, ja, dann mal anspringen, wieder am Laufen zu halten. Macht er gar nichts mehr. Ich vermute mal, der lief bloß auf den letzten Spritresten aus dem Tankkanister, den wir letztens hatten. Jetzt kommt kein neuer Sprit mehr nach und jetzt läuft er nicht mehr. Tja, also Zwischenstand ist jetzt folgender. Ich habe die mal zerlegt. Die baut nicht genug Druck auf. Ja, so sieht das hier drinnen aus. Eigentlich relativ simpel. Na, hier geht es immer hoch und runter und dadurch baut es Druck auf. Dann hier angesaugt und dort weiter gedrückt. Das ist eigentlich relativ simpel. Aber ich werde jetzt mal überholen. Mit dem Überholsatz hier, Made in Russia. Ja, das baue ich mal ein. Einmal Benzinpumpe überholen, in der Hoffnung, dass sie dann fördert. Ich habe jetzt die Pumpe, ich muss bloß das erstmal wegräumen hier, die Pumpe neu überholt komplett. Aber ich muss euch sagen, trotzdem, richtig geil arbeiten tut das alles hier nicht. Aber soll ich mal sagen, ich starte jetzt noch mal. Wenn er nicht anspringt, dann bin ich durch mit dem Thema mit der Benzinpumpe. Dann verbaue ich eine elektrische. Dann lege ich die tot, mache hier an der Seite eine elektrische Benzinpumpe und dann hat sie's. Ey, das nervt mich, diese Benzinpumpe. Also hier tut sich nichts. In dem Filter ist ein bisschen Benzin drin, ja, juhu. Aber ich kann hier pumpen. Es reicht halt nicht. Mach mal hier. Mach mal hier ab. Aber ich wette, wenn ich jetzt hier abmache, kommt nicht mal ein bisschen Benzin raus. Ah, ich kann ja hier oben abmachen. Ich mache jetzt mal hier oben. Oh, nee, ich mache hier unten ab, da sehe ich es besser. Ich mache jetzt mal hier unten ab. Gucke ich mal, ob hier überhaupt trocken. Fördert nichts. Es ist sinnlos. Ich habe keine Lust mehr auf den Scheiß. Das fällt aus. Also, ich bestelle eine elektrische. Das wird zu blöd. Die
packt es nicht. Ich bestelle jetzt eine elektrische Pumpe und dann machen wir weiter. Mit den Worten von Elon Musk, ich gebe niemals auf. Ich habe nochmal neu überholt, das Ding neu eingebaut. Und guckt mal, es kommt was. So, jetzt nochmal alles neu anschließen. Und dann sind wir bereit für hoffentlich heute den letzten Startversuch, weil dann läuft er. So, also ich bin frohen Mutes, ich habe vorgepumpt. Das hört sich wirklich so an, als wenn Benzin oben ankommen würde. Läuft doch. Kurz Anlasser abkühlen lassen. Aber ich denke, jetzt kommt er wirklich bald. Ich denke, jetzt könnt er laufen. Komm. Was auch komisch ist, hier leuchten zwei rote Lampen. Da ist eine rote Lampe und da ist eine rote Lampe. Kurz Gas gegeben, geht er gleich aus.
So, ich denke, es reicht. Also er läuft jetzt konstant. Irgendwie. Irgendwie läuft er. Das Ding ist zwar trocken hier, aber anscheinend reicht es ja doch irgendwie, dass er was bekommt. Verrückt. Ist wirklich komisch. Gut, aber egal, er läuft. Es ist zwar extrem merkwürdig hier, aber es scheint ja doch immer noch was zu fördern. Verrückt. Ja, das Ding ist laut wie die Hölle, stinkt wie die Hölle. Aber ich denke, wenn wir jetzt noch die Kupplung machen, dass ich ein paar Gänge einlegen kann, können wir der Rennstrecke. Das machen wir dann das nächste Mal, im nächsten Video. Da kümmern wir uns um die Kupplung. Jetzt läuft er ja erstmal. Genau, so machen wir es. Ne? Nächstes Mal die Kupplung und dann endlich mal über die Rennstrecke. Und dann müssen wir mal gucken, was wir dann noch mit dem machen hier.